einem Ende des Schlachtfelds zum anderen. Erwarten Sie aber nicht zu viel von Ihrer Panzerung, wenn Sie dort erst einmal angekommen sind. Was ihr an Panzerung fehlt, macht sie aber an Wendigkeit wieder wett. In den richtigen Händen kann sie größere, langsamere Schiffe ausmanövrieren und auf kurze und mittlere Entfernung große Schäden anrichten. Ja, und damit darf ich euch recht herzlich wieder begrüßen bei einer neuen Folge von Dreadnought. Und heute habe ich mir vorgenommen, euch hier dieses wunderschöne Schiff zu zeigen. Dabei handelt es sich um eine Korvette und da muss ich sagen, dieses Schiff oder diese Art von Schiff macht unfassbar viel Spaß, denn man hat ein unfassbar schnelles, flinkes und ja, wahnsinnig nerviges Schiff. Kann man nicht anders sagen. Also das kann dem Gegner, besonders dem Artilleriekreuzern, das ist so deren Futter, wahnsinnig auf den Sack gehen. Und darauf habe ich Bock. Und deswegen werden wir das hier mal zocken. Ihr seht aber, hier ist die Bewaffnung. Und da ich hier praktisch ein Veteranenschiff mir jetzt genommen habe, in dem Fall hier ist es die Otis, kann ich das jetzt nicht so individualisieren, wie ich das bei anderen Schiffen könnte, wo ich dann wirklich nochmal alles einzeln einstellen kann. Also ich kann mir natürlich... Die Schiffe von Sinley Bay sind mit primären und sekundären Waffensystemen ausgestattet. Die Hülle jedes Schiffs ist um die primären Waffensysteme aufgebaut, weshalb diese auch nicht ausgetauscht werden können. Mit anderen Worten, Ihr Schiff ist eine gigantische Weltraumkanone. Alles andere ist nur Beiwerk. Ja, und man kann praktisch alles erforschen. Es gibt hier dicke Forschungsbäume, wo ihr da weitergehen könnt. Das habe ich ja auch schon mal in der ersten Folge ein bisschen angerissen. Das sieht man ganz gut hier bei den Hersteller-Tab. Hier, das Ganze geht bis Tier 5. Da gibt es mehrere Fraktionen. Dann gibt es natürlich auch noch Premium-Schiffe und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach Bock auf diese Korvette. Deswegen nehme ich jetzt mal die Otis und springe damit einfach ins Gefecht. Und ich würde sagen, ich werde einfach dann euch im Gefecht wieder begrüßen, sobald es losgeht. Und dann gehen wir auch ein bisschen auf die Fähigkeiten ein, was das Ding so kann. Weil da gibt es auch noch ganz interessante Möglichkeiten, das Schiff hier noch einzusetzen im Schlachtfeld. Wir sind hier in der Erprobung. Dann selektiere ich hier mein Schiff und sage hier Ready when you are. Erprobung ist einfach so ein bisschen reinzukommen, sich reinzufuchsen, bis man dann in die normalen PvP-Gefechte kommt. Ich habe doch eigentlich Ready gemacht. Ja. Das sind meine Mates hier drüben, die auch alle schon fleißig und flink loslegen wollen. Schaut einfach geil aus. Also nach wie vor, die Optik von dem Spiel finde ich wirklich sensationell. Kann man auch mal die anderen Schiffe so ein bisschen anschauen. Schaut einfach richtig, richtig, richtig fit aus. Hier mit dem kann man dann vorne so rammen, so Ram-Attacken machen. Da geht es dann auch mal richtig rund. So. Gute Jagd. Also, man hat hier ein sehr wendiges, schnelles Schiff. Ich kann hier mit der Taste 1 eine Tarnung aktivieren. Da wäre ich natürlich deutlich schlechter gesehen. Dann eine leichte Erschütterungsmine kann ich droppen. Störimpulse auf der 3. Das ist dann, wenn ich natürlich geholt werde oder... Wenn aber jetzt auf einmal der Gegner meint, hoppala, den kenne ich doch da, dann gibt es hier mit 4 den Nachbrenner, dass ich da mal ein bisschen wegkomme. Ja. So, und jetzt geht's schon rund. Gehen wir einfach mal mit den Plasmageschüssen drauf. So, das ist da unten eigentlich genau mein Ziel. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Schiffspanzerung auf 50%, Captain. So. Und da hat er mich aktiviert und hat mich mit den Raketen rausgenommen. Was natürlich sehr doof ist.
Denn da konnte ich nicht weg, da hätte ich vielleicht mit dem Nachbrenner mal abhauen sollen. Aber in dem Fall ein bisschen zu spät. So, jetzt hier mit der Tarnung hin. Und gerade bei diesem letzten, da kommt man richtig Schaden machen. Jetzt musste ich aber hier ein bisschen weg. So, jetzt ist mein Tarnsystem wieder frisch am Aufladen, aber ihr seht auch in der Zwischenzeit. Oh. System erschöpft. Minen abgeworfen. Impulsabwehrsystem. Schubdüsen. Da muss ich schnell weg, weil der hat mich jetzt im One-on-One definitiv weggemacht. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Also ein bisschen taktisch sollte man hier auch vorgehen. Nicht nur rein und ballern. Und jetzt will ich den wegmachen. So sieht's doch richtig aus. So geht's. Man kann natürlich auch mit dem einfach mal schnell ein bisschen hier, sobald ich es wieder ready habe, diesen Boost aktivieren. Mit dem bin ich nämlich auch ganz schnell beim Feind dran. Geht nämlich ganz geil. Auf die Manöverdüsen. Und dann hier auf den Gegner drauf. Und dann zack, das war's und jetzt weg. So wäre das Optimale. Nehmen wir die Primärwaffen. Schiff ist beschädigt, Captain. Und jetzt heißt es wieder schnell weg, denn der hat mich wieder schön drauf. Störimpuls raus. Und zack. Ich lade mal eben nach. Geh wieder mit der Tarnung rein. Und jetzt wieder hier die Waffensysteme und jetzt wieder Vollgas Damage drauf. Und das könnte jetzt nach hinten losgehen. Und da war es auch schon. Der ist einfach da sehr stark. Ich dachte ja, das Schild ist schon so weit weg. Da kann ich jetzt richtig Gas geben, aber nee, das schwere Strahlengeschütz und die ballistische Kanone, ihr seht es hier rechts, die haben da einfach mal so viel reingewummt in mich, dass ich da gar keine Chance hatte. Runde ist noch sehr knapp. Aber auch einfach der falsche Gegner, den ich mir da ausgesucht habe. Volle Kraft voraus. Tarnung ist aktiv. Energie auf Waffen. So geht es. So und nicht anders. Man sollte einfach hier wirklich mit den richtigen Gegnern sozusagen arbeiten. Da hinten, das sind genau meine. Schubdüsen auf Maximalkraft. Manöverdüsen erschöpft. Neuausrichtung läuft. Tarnmatrix wird bereit gemacht. So, Tarnmatrix ist am Arsch. Und die wissen jetzt auch, was die Stunde geschlagen hat. So, der Artilleriekreuzer ist durch. Impulsgenerator lädt auf.
die Oberhand. Impulsabwehrsystem ist noch offline. Mehr hält der Antrieb nicht auf, Captain. So, und jetzt versuche ich hier die Schilde und die Tarnung irgendwie noch so hinzubekommen und versucht auch eben hier jetzt mit der Umgebung zu arbeiten, weil auch das ist eine der Stärken von dem Spiel. Und jetzt nochmal rüber und dann bin ich eigentlich beim Team und genau so haut man ab. Perfekt gelaufen, besser hätte es nicht klappen können. Und wir haben hier die Oberhand, 80 zu 72. Ah, 76, das ist knappes Höschen nach wie vor. Aber wie gesagt, ich darf mir nicht die dicken Gegner suchen. Aber das ist ein Tier 2, da kann ich es vielleicht doch mal probieren. Schubdüsen auf Maximalkraft. Schubdüsen aufgeräumt, Captain. Flügel abgeworfen. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Alle Waffensysteme übertaktet. Feindlicher Dreadnought ist Geschichte. Der Dreadnought ist Geschichte, aber das kann ich auch gleich sein. Schnell weg von diesen Raketen, denn die will ich nicht näher begutachten. So, der haut ab. Huhuhu. War das knapp? So, ich mache mal die Tarnung an. Oh, aber da bin ich genau einem reingeflogen. Den habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Wahnsinn. 88 zu 88. Ganz knappes Höschen hier, die Runde. Aber ich bin gut dabei eigentlich. Aber ist wirklich sauenge Runde. Saueng. Aber ich sehe da drüben schon meinen Gegner, den ich haben will. Eigentlich den zwar nicht, aber den nehme ich mit. So, genau den. Und da ist ein Hilfskreuzer. Und da war die Runde gegessen. Leider mit einer Niederlage, aber eine unfassbar knappe. Schade drum. Wirklich sehr, sehr schade. Aber trotzdem ein sehr feines Gefecht. In dem ich mich zumindest jetzt hier nicht verstecken muss, denke ich mal. Ist auch wirklich für mich, diese Art der Klasse ist die spaßigste. Da gibt es auch noch ganz geile Kanonen. Die nimmt dann so einen Artilleriekreuzer fast mit einer Salve, also mit einem Angriff raus. Aber dafür, wenn das nicht klappt, dann seid ihr richtig am Hintern. Und ihr seht, jetzt wird hier nochmal eine Zusammenfassung gemacht. Von allen. Und auch da kriege ich nochmal EP für den Veteran. In der Punkteliste war ich wirklich sehr, sehr ordentlich dabei. Also da brauche ich mich jetzt nicht großartig grämen. Da, das waren zwei richtige Spieler, der Leon und der Kampfkatze. Alles andere waren dann NPCs, um hier sich zu ranken. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.